Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um unser diesjähriges Schützenfest zu begehen. Dazu begrüße ich insbesondere Oberbürgermeister Dr. Sven Nisbach, die Schützenschwestern und Schützenbrüder der Freischützengesellschaft Großenhain 1860 e.V. sowie die Gastschützenvereine aus Sacker, Mügeln, Königsbrück, Hauenhain und Schönfeld sowie alle Gäste. Darauf ein dreifaches Gut! Schuss! Gut! Schuss! Gut! Schuss! Danke! Hiermit übergebe ich das Wort an unseren Oberbürgermeister, den Herrn Nisbach, wenn er so frei wäre. Ja, guten Morgen allerseits von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen und euch allen und gerade auch bei der Schützengesellschaft Großenhain, dass diese Tradition weiterhin so gewahrt wird und hier auf dem Hauptmarkt die Ehrung des neuen Schützenkönigs durchgeführt wird. Es freut mich, dass es wieder so zahlreiche Teilnehmer sind und wünsche Ihnen heute einen schönen Nachmittag. Und damit es feuchtlich wird, habe ich eine kleine Passbierspende mit und übergebe die jetzt Ihrem Vereinsvorsitzenden oder nein, ist Ihr Vereinsvorsitzender oder Sprecher heute. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei unserem Oberbürgermeister und darauf ein Treib. Gut. Tschüss. Gut. Tschüss. Gut. Tschüss. Dankeschön. Danke. So, wir kommen jetzt zur Ehrung des diesjährigen Schützenkönigs und der Schützenprinzessin. Dafür bitte ich nach vorne den Mario Rothe und die Rosalie Rom.
Sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Anwesende, traditionell schießen wir jetzt zu Ehren des neuen Schützenkönigs und der reizenden Prinzessin. Das Salutkommando hört auf mein Kommando. Gewehr über. Erstes Glied 4, zweites Glied 2 Schritt vortreten. Marsch! Gewehr ab! Zum ersten Salutschuss. Pulver füllt. Fällen setzt. Legt an, da müsst ihr euch die Ohren zuhalten. Ladestock zieht. Nicht vorarbeiten, sonst gibt es Bedecken hier und drum frei unten. Ja. Ladung setzt. Ladestock zieht. Ladestock setzt ein. Hahn in Ruhe. Zündhütchen setzt. Spannt den Hahn. Hochlegt an. Gebt Feuer. Gewehr ab. Zum zweiten Salutschuss, Pulver füllt. Tropfen setzt. Ladestock zieht. Ladung setzt. Ladestock zieht. Ladestock setzt ein. Gewehr in Ruhe. Hahn in Ruhe. Zündhütchen setzt. Spann den Hahn. Hochleg an. Geht Feuer. Gewehr ab. Zum dritten und letzten Salutschuss. Pulver füllt. Tropfen setzt. Ladestock zieht. Ladung setzt. Ladestock zieht. Ladestock setzt ein. Hahn in Ruhe. Zündhütchen setzt. Spannt den Hahn. Hochleg an. Geht Feuer. Gewehr ab. Erstes und zweites Glied. Ganze Abteilung. Kehrt. Linksrum machte man das so. Und zurück zwei und vier Schritt eintreten. Und wir üben das jetzt nochmal. Ganze Abteilung kehrt. Fast jeder hat es erkannt. Die Majestäten, Aufgabe erfüllt.
Ich danke dem Fiebig-Lutter. Obwohl wir es nicht trainiert haben, hat es diesmal wunderbar geklappt. Danke an die Schützen. Wir kommen jetzt zu Ehrung von verdienten Schützenbrüdern. Dazu übergebe ich an den Schützenbruder Preller. Guten Morgen erstmal alle Schützen und Schützinnen. So, kommen wir also hin. Ich bitte nach vorn den Herrn Junge. Der ist aber leider nicht da heute. Dann den Michael Naser. Den Peter Kroll. Den Wolfgang Kresse. Und den Axel Kweiser. Der Herr Michael Naser wird mit der Ehrennadel des SSB in Bronze ausgezeichnet. Des Weiteren wird der Peter Kroll mit der Ehrennadel des SSB in Silber ausgezeichnet. Des Weiteren wird der Wolfgang Kresse mit der Ehrennadel des SSB in Gold ausgezeichnet. Und zum Schluss der Axel Kweiser wird ebenfalls mit der Ehrennadel des SSB in Gold ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch. Ich bitte die Schützen wieder einzutreten. Des Weiteren bitte ich nach vorn den Dietmar Lescher. Des Weiteren bitte ich nach vorn den Dietmar Böck, den Wolfgang Kresse und den Michael Murre. Der Dietmar Lescher wird mit dem Verdienstkreuz des SSB in Bronze geehrt. Des Weiteren wird der Dietmar Böck, der Wolfgang Kresse und der Michael Murre mit dem Vereinsorden in Bronze ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch. Die ausgezeichnet wieder einzutreten. Danke. Kommen wir zu den nächsten Auszeichnungen. Die Schützenschnur hat erfolgreich erreicht der Holger Eisner, die Silke Breuer und der Jan Bernhard. Bitte nach vorn. Herzlichen Glückwunsch. Ich bitte wieder einzutreten. Des Weiteren haben die erste Stufe der Schützenschnur erfolgreich erreicht die Lysian Günzel, der Mario Rode, der Michael Naser
und der Klaus Bernhard. Und des Weiteren bitte ich nach vorne, der hat die zweite Stufe der Schützen Erfolge erreicht, das ist der Armin Beinige. Und einen haben wir noch vergessen, das bin ich selber, ich habe ebenfalls die erste Stufe der Schützenschnur erfolgreich erreicht. Damit sind wir am Ende der Auszeichnung angereicht. Ich habe zum Schluss noch einen Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, machen wir ja dieses Jahr wieder unser Pokalschießen von der SZ, wo alle Schützen und vor allen Dingen auch die Bürger und Bürgerinnen von Großenhain teilnehmen können. Voriges Jahr hat sogar beim Bürgermeister hingehauen, der war sogar bei uns, hat sogar mitgeschossen und das gar nicht mal so schlecht, will ich betonen. Wir hoffen natürlich, dass er, wenn sein Termin und Zeitplan zulässt, das dieses Jahr auch wieder macht. Und dass das für den einen oder anderen vielleicht auch ein kleiner Ansporn sein sollte, der sich vielleicht sagt, na gut, was der Bürgermeister kann, kann ich vielleicht besser oder bin ich halt genauso gut. 13 Uhr geht's los, unser allgemeines Vogelschießen ebenfalls. Ab 20 Uhr haben wir noch eine schöne Abendveranstaltung, also wenn die Zeit und Lust haben, kommen Sie gerne vorbei, wir freuen uns. Und zum Schluss noch ein Hinweis, ich habe diese Biermarken, also wer noch keine hat, bitte bei mir melden und sich nach hinten abzuholen. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführung und übergebe wieder an den Micha. Dankeschön. Ich würde denken, diese Auszeichnungen sind nochmal dreimal gut Schuss wert, oder? Drei. Gut. Schuss. Gut. Schuss. Gut. Schuss. So, da danke ich für alle Anwesen, dass sie so gut mitgespielt haben und wir würden jetzt den offiziellen Teil der Veranstaltung beenden. Schützen, Achtung! Nach vorne wegtreten!
Wir rennen. Irgendwann ja. Aber nicht so zeitig noch. Hast du deine
Ja. So. Die sieht man ja so. Nur manchmal. So, meine Damen und Herren, tretet ein in die Edelhütte. Ja. Ja, das ist gut gesagt. Die Autos werden geholt jetzt. Was? Die Autos werden geholt. Bitte schön. Hier, also möchtest du die Kinder aus dem Auto? Ja, okay. Nee, Autofahrer, die Bahn rein. Es darf gegessen werden. Herzlichst danke dir für das tolle Schützenfrühstück. Ja, muss das reichlich zugelangt werden. Der Gutz hat sich viel Arbeit gemacht. Danke. Du musst dich mal für den Achim, nicht immer die anderen Gutz. Ach, komm jetzt. Wir wollen die Hörsgörner. Zum Wohl! Super!